Gehen wir mal vorsichtig drumherum. Was ist das? Ein Will-O-Wisp. Sowas gibt es hier. Und er kontrolliert einen von uns. Ja. Er hat einen von uns kontrolliert. Okay. Gerade den Magier hat er ordentlich gebasht. Eurans Wiege. Geld. Und Dietriche. Und wir können das Gebäude sogar betreten. Ein Siedlerpfeil. Okay, gucken wir mal kurz auf die Karte. Ah, wir haben den ganzen unteren Bereich noch nicht abgeguckt. Gucken wir aber erstmal das Gebäude rein, wer da drin wohnt. Und ob sie wissen, dass ein Will-O-Wisp in ihrer Nachbarschaft gespukt hat. Hier wohnt niemand. Hier gibt es nur Essen. Noch mehr von dem Zeug und Dietriche. Hey, Seil und Haken, den wollten wir eigentlich kaufen, aber jetzt hat sich das ja schon erledigt. Du machst der Schöpfung runter. Handwerk, wir könnten mal was kochen. Ein Rinderbraten, ein Eintopf, ein Huhn. Süßpastete, dafür bräuchten wir Zucker. Ein Rinderbraten, 10 Max Ausdauer macht. Wir haben einen Rinderbraten hergestellt. So, du tust mal was gegen deine Ausdauerprobleme. So und so. Obwohl, das Bierchen könntest du vertragen. Dass du auch was hast. Stab zweihändig, du ins Stab. Warum der auch immer einen zweiten Stab dabei hat. So, hier ist alles geplündert. Wir können uns weiter umschauen. Also ja, erstmal kurz zum Wegpunkt da oben, dass wir das Gebiet da... wo ist das vielleicht eingezeichnet? Nö. Dass wir gucken können, was in der Richtung ist. Achso, da ist nur der Esterwald. You must gather your party before venturing forth. Oh Gott. You must gather your party. Der sagt das wirklich auch in diesem Spiel. Nostalgie. Flash. So, gucken wir uns weiter hier um, würde ich mal sagen. Cool, wie auch uns immer der Hund weiterläuft. Da, den da, schnapp dir den da. Okay, Banditen. Was, Paladine? Goldpakt-Paladine? Okay. Hey. How may I help? Dann würde ich mal sagen... Machst du schon mal ein Geschoss? What? Du kannst zweimal Stufe das Zauber wirken. Heilige Macht. Dann machst du mal das da, dass wir gebufft werden. Hey. Du schlägst den da nieder. Ah. Und du verpasst dem den Fall. Oh, die macht auch solche magischen Geschosse und mein Wauwau ist wieder umgefallen. So. Hi. Du kannst nochmal... Okay, die ist dem Tode nahe, dann mach auf den Leichtverletzten. Hey. Du wirfst den Leichtverletzten um. Ah. Und du machst einen Verletzungsschuss auf den da. Au, die kann doch gut reinhauen dafür, dass sie fast tot war.
Okay, wir kriegen einen Haufen Zeug. Carlo Gulan. Oh, ein Haufen Buffs. Sehr nett. Erstmal Geld. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Eine Kettenrüstung. Wow. Nee, die ist uns zu plump eigentlich. Schild. Macht die Genauigkeit zu sehr runter, meiner Meinung nach. Gut. Helme, ein Zweihänder mit Gewandtheit, ein Streitkolben und das Mittelchen hier. Ein Zauberbuch, ein Zauberstab für dich. Getreide. Ludrans Befehle und Gamboson. Gamboson kannst du haben. Ludrans Befehle. Gucken wir mal. Anscheinend habe ich keine andere Wahl, als dir Befehle zu erteilen. Redricks Truppen sind sehr ausgelassen und die Straße durch die Wildnis südlich von Goldtai ist unbewacht. Angesichts dieser günstigen Umstände kannst wohl selbst du ein paar Bauern erledigen. Die Bogenschützen haben mir gesagt, dass die Männer von Kolks nach Süden geflohen sind. Solltest du einen von ihnen ergreifen können, ließe ich mich eventuell überzeugen, dir deine früheren Fehler zu verzeihen. Zum letzten Mal, halte dich von Trutzbucht fern, wenn ich mich nicht einmal darauf verlassen kann, dass du mit wenigstens etwas Diskretion ein brauchbares Exemplar beschaffst, dann sei dir gewiss, dass ich keinerlei Skrupel haben werde, stattdessen das mir zur Verfügung stehende Material zu verwenden. Okay, klingt schon mal böse. Ludrans Zauberbuch. Es kostet alle auf 100 Kupferstücke, um Geistklinge zu erlernen. Ach, wir können Sachen aus den Büchern kopieren. Gut, dann behalten wir das Buch einfach mal so. Das könnten wir jederzeit da reinziehen. Und wir haben einen Zauberstab. Zweihändig. Zepter zweihändig schnell. Schaden ist eigentlich der gleiche. Na, war jetzt trotzdem mein Inventar. Yes. Also du könntest dein Zauberbuch bearbeiten. Wechseln kannst du es nicht. Hm. Das müssen wir wohl selber machen. Und du, wenn's hat Kämpfergeist. Naja. Oh, hier ist ein Weg. Das habe ich jetzt gar nicht richtig wahrgenommen. Jo. Hier wäre ein Weg weiter. Anslocks Kompass. Achso, da oben hier ist der Ostweg, den wir gehen wollten. Aber nach Anslocks Kompass müssen wir auch unbedingt, um Kelishas Schwester zu helfen. So, da ist die Schwarzauen, die wir auch noch durchsuchen müssen nach den verloren gegangenen Karawane des Schmiedes. Ich brauche nämlich dringend eine Knarre. Okay, Klippen. Niedrige Klippen eigentlich sind okay. Da können wir, glaube ich, hier irgendwo drum rumlatschen. Ja, können wir. Hier würde es auch nach Süden gehen zu Alochs Kompass. Oh, was haben wir hier? Ein Waldtroll. Nicht so schön. Der kriegt mal vorsichtshalber ein bisschen was auf die Plauze. Klarheit. Was können wir noch machen? Seinen Willen senken. Ah. Ihn markieren. Hey. Und ihn umhauen. Okay.
Man sieht doch Trolle so. Nein, sie sind tot. Right. Okay. Trollhaut. Sehr nett. Blutmoos. Ach, da liegt eine Leiche. Die hätte ich jetzt auch fast übersehen. Fulvanus Amulett. Angekauter Brief. Verfassung. Der Goldobel doppelt. Ist eine große Goldmünze. Selbst in den Verwirrter. Verfassung. Ich würde mal sagen, die Sachen sind falsch übersetzt mittlerweile. Okay, soweit ich weiß, haben wir schon einen Brief hier, in dem Fulvano steht. Und hier haben wir einen Brief. Dieses Stück Pergament ist zerrissen und mit Blut und Trollspeichel gestreckt. Auf dem verbliebenen Rest steht, besorgt, dass ihm etwas passiert sein könnte. Nachdem ich Trutzburg erreicht habe, werde ich Führer anwerben, die mich sicher zurück nach Westen bringen. Vielleicht können wir Fulvano ja finden. Momentan bereue ich meinen Eifer, Goldtal verlassen zu haben. Es ist sehr dunkel. Okay, das sind Einzelteile über... So, du trägst mal Gambason. Damit siehst du etwas anders aus. Reflexe, Heilungsbonus. Oh, den kannst du dann mal haben. Obwohl er nie berühmt war, ist er, wie er selbst von sich behauptete, so war der valianische Entdecker Fulvano doch als Exzentriker mit dem Wunsch bekannt, die große weite Welt zu sehen. Wo immer es möglich war, reiste er zu Fuß, um die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Gerüche des Landes, die er durchquerte, wie ein Einheimischer erleben und würdigen zu können. In Wirklichkeit aber behauptete Fulvano oft, dass seine Erkundungen nur bewiesen, dass die Welt außerhalb der Valianischen Republiken im Vergleich zu seinem Heimatland ein übler, stinkender Ort war. Dieses Amulett soll Fulvano gehört haben. Er war von leichtem Aberglauben sehr angetan und diesen Talisman sagte er, er wäre eine Glücksquelle. Darüber hinaus diente er auch sentimentalen Zwecken, da er eines der größten Schiffe darstellt, die man üblicherweise in den Docks seines Heimatlandes sehen kann. Okay. Ich bin mal wirklich gespannt, ob wir diesen Fulvano irgendwann sehen und ihm diese ganzen Briefe, die an ihn adressiert sind, geben können. Oder ob das Fulvano jetzt war. Das wäre irgendwie mies, wenn der so ein großer Reisender ist und dann einfach einem Troll zum Opfer fällt. Oh, wieder solche Erzadern. Was ist das? Wildschweine. Okay. Ja. How may I help? Ich glaube, mein Wolf, sofern es ihn nicht umhaut. Au. Hey. Was zur Hölle? Wie können so kleine Viecher so stark sein? Ja, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Wo bin ich jetzt gerade? Ach, hier. Mhm. Ich hätte nach dem Troll speichern sollen. Okay, ich darf nie vergessen, ich spiele auf schwierig. Das Spiel verzeiht keine Fehler. So, ich habe wenigstens schon mal die Schwarzauen entdeckt.